Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Kerbal Space Program. Ich freue mich natürlich wieder einmal, dass ihr mit dabei seid. Derzeit haben wir leider keine geeigneten Missionen. Habe ich schon eben nachgeguckt, bevor ich die Aufnahme angefangen habe. Das Ding ist also, wir müssen einmal ein bisschen vorspulen. So. Schauen wir mal jetzt. Wir haben hier schon wieder Atmospheric Surveys. Und haben wir sonst noch was? High G Adventure. Explore the Moon, klar. Orbit. Die wollen alle nur so ein Shit Orbit. Ist ja echt unglaublich. Readings on Surface. Beta Gamma Delta Site. Wo ist denn das jetzt? Das hier ist von Winter Owl. Wollen wir doch mal schauen. Da. Okay, das machen wir besser nicht. aber die hier. Das ist gar nicht mal so weit. Was haben wir hier? Stimmt, die hatten wir ja noch. Stimmt, wollten wir ja annehmen. ist mir ganz entfallen. Die sind hier vorne. Irgendwo. Also nehmen wir einmal hier unser kleines Survey Plane und launchen das. Stimmt. Ist mir komplett entfallen, dass wir da noch diesen einen Auftrag aktiv hatten. Das hatte ich nicht nachgeguckt. Da hätten wir ja gar nicht den einen Tag jetzt hier überspringen müssen. Wir müssen jetzt aber ganz genau gucken hier. Wir können hier nämlich ein bisschen besser ranzoomen. Und das scheint direkt an der Küste zu sein irgendwie. Da vorne. Das bedeutet, wir müssen hier erstmal so ein bisschen runter vom Runway. Wir haben leider nichts Besseres. Wir können leider noch keinen Rover bauen. Aber das wird noch kommen, Leute. Das wird noch kommen. Alles klar. Jetzt wird es langsam schon hier ein bisschen gefährlich. Mit der Geschwindigkeit. Yep. Es wird gefährlich mit der Geschwindigkeit. Aber das ist nicht so schlimm. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir hier nicht sterben. Und natürlich müssen wir darauf achten. Genau. Da kommen wir also gleich ran. Und warum haben wir hier keine Pressure Readings jetzt dran gemacht, Leute? Warum haben wir hier keine Barometer dran? Okay. Recover. Ja, man muss auch die Dinger dran machen. Okay. Also, die sind da vorne irgendwo. Das wissen wir jetzt. Das ließ sich ja daraus jetzt herleiten. Wir sollen also 3 Pressure Readings machen. Das heißt also, wir nehmen einmal hier. Zack, 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 zack. Einmal. Ja, packen wir die doch hier hin. So. Nummer 1. Und dann nochmal einen dritten. In der Mitte. So, und damit werden wir dann losfliegen. Zack. Fertig ist das. Wollen wir doch mal schauen, dass wir da anständig hinkommen. So, wir gehen jetzt hier so ein bisschen am Runway entlang.
Und werden dann quasi, wenn wir da am Runway-Ende sind, hier einfach nach rechts und dann werden wir da schon irgendwie die Sights haben. Das Blöde ist halt nur, da sehen wir drei und wir haben hier eigentlich, also wir sehen hier irgendwie nur zwei. Ich kann hier nur zwei. Ah nee, da ist noch ein dritter. Ah, alles klar, okay. Alles klar, alles klar. Immer schön gucken, wie wir hier uns bewegen. Da. Da ist es doch. Da ist es doch. Warte, 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 warte. Brems, brems, brems. Nummer 1. Ba, 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 ba. Nummer 1 erledigt. So. Da müssen wir mal schauen. Wir müssen jetzt einfach nur nach Norden. Oh, dann machen wir das mal. So, fast nach Norden. Dann ist das gut. Und dann sollten wir die auch erwischen, die beiden anderen. Genau, die müssen irgendwo da vorne an der Küste sein. Nur, wir müssen die ja on the surface nehmen, also dürfen wir nicht abheben. So, wie sieht denn das aus? Da haben wir es, da haben wir es. Nummer 2. Und Nummer 3. Damit haben wir den Auftrag abgeschlossen, Leute. Bing, 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 bing. Fertig. Recover. Den Kilometer, den wir da weg sind, das kostet nichts. So, weiter. Weiter, weiter. Damit haben wir das geschafft. So, welche wollten wir nehmen? Welche wollten wir nehmen? Wir haben hier... Ist das jetzt hier Isaris Hollow? Oder sind das die? Tja, welche sind denn das nun? Die wir da sehen konnten. Also hier haben wir auf jeden Fall anscheinend Pressure Readings. Und hier haben wir ganz einfach nur irgendwelche Ollen. Die sind von... Die haben T9K8 als Auftrag. Dann nehmen wir die. So. Lass uns hier mal rein. T9K8. Take a crew report in flight. Oh, drüber sind die aber. Nee, drüber geht nicht. Pressure readings on the surface. Nee, below, 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 below. Das machen wir. Wo auch immer die sind. Das können wir jetzt einmal nachschauen. Die sind hier. Die Pressure Readings. Also, das ist nicht gerade weit weg. Wir werden allerdings wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, die dort zu übertragen. Also müssen wir da 4 Stück ranbasteln. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Zack. Und so, fertig. Ach ja, mit unserem Flugzeug können wir schon richtig schön ganzen Aufträge abfarmen. Und ich liebe das. Ich liebe das. Eine Sonnenfinsternis.
Ja, Halleluja. Und wir haben hier immer noch Sonnenlicht. Ist das geil, du. Ist das schön. das war ein bisschen hektisch hier eben. Alles klar. Also müssen wir einmal ein bisschen nach hier. Und dann geht das schon. So ein bisschen so. Genau. Wir müssen gar nicht mal so schnell fliegen. Weil wir gar nicht so hoch fliegen müssen. Below, below, below. Das ist gut. An dem kommen wir gleich an. Können noch mal so ein bisschen so. Nochmal ein bisschen. So, das reicht. Gut. Ja, jetzt hängen wir natürlich hier so ein bisschen wackelig herum. Das macht aber nichts. Wir nehmen nochmal ein bisschen Schub weg. Und dann sollten wir gleich die erste Zone erreichen. Wir schauen nochmal. Jo, das sieht doch gut aus. Ach, das ist so herrlich. Unser Flugzeug funktioniert sowas von wunderbar. Und das haben wir einfach so mal schnell zusammengeschustert. Ah, das ist geil. Weiter nach hier oben. Genau. So wird das was, Leute. So wird das was. Sollten wir gleich... Jupp, da haben wir's. Alles klar, dann. Bemühen wir uns mal hier Daten zu holen von denen hier. Die holen wir jetzt alle in einem Zug, Leute. Genau. Das sieht gut aus. Time Warp. Schade, dass wir diese Anzeige nicht im normalen Ingame haben. Das wäre noch besser. Also noch angenehmer, da wir nicht wechseln müssten. Da kommen wir doch gleich rein. So. Alles klar. Da. Nummer 2 und noch einmal weiter ausrichten hier. Auf den.
Alles klar. So, da sind wir auch ausgerichtet. Noch einmal ein bisschen vorspulen, bis wir da reinkommen. Und dann haben wir es. Das war Nummer 3. Das Schöne ist, dass wir dafür sowohl Geld als auch Science bekommen. Das ist das richtig Schöne. Das heißt, wir können hier richtig schön farmen. So. So, lass mal ein bisschen vorspulen. So, das sieht doch schon besser aus. Na. Wieder mal Coriolis-Effekt hier. Rotation von Körben mit einbeziehen hier. Sind zwar nur ein paar Kilometer, aber es hat Auswirkungen, Leute. So, aber wir haben es drinne. Da haben wir es. So, your assistance in gathering these atmospheric readings has been indispensable. Thank you. 47.000 Funds haben wir dafür bekommen, Leute. Herrlich, herrlich, herrlich. Und nochmal ungefähr 8 Punkte an Science. Es ist sowas von geil. Und leider sind wir soweit von jeglicher Zivilisation entfernt hier, meine Güte. Das ist unglaublich. So, gut, dann sollten wir uns mal drauf und dran machen, wieder bei am KSC zu landen. Findet ihr nicht? Also ich finde schon. Wir sollten dann nochmal wieder landen. Genau so. Gut 6 Kilometer. 300 Meter die Sekunde, es ist perfekt. Und dann kommen wir da hinten auch ran. Oh, wir müssen weiter nach rechts hier. Das ist ganz wichtig. Wir müssen weiter nach rechts hier. Damit wir da landen können. Vernünftig jedenfalls. So. Alles klar. Da vorne haben wir es wieder. Wir ziehen hier schon eine leichte Linkskurve. Gut, 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 gut. Das sieht doch supi aus. Supi-dubi. Da vorne ist es. Dann nehmen wir schon mal ein bisschen Schub weg. Ah ja, jetzt kann man es so langsam erkennen hier. Alles klar. Langsamer, langsamer, langsamer. Wir haben immer noch 6 Kilometer hier vor uns. Über uns.
Und während wir sinken, werden wir das in Geschwindigkeit umsetzen. Deswegen gehen wir nämlich schon mal so früh runter hier, damit wir ausreichend Zeit haben, um abzubremsen. Denn wir wollen ja auch anständig landen, wie richtige Leute das so machen würden. Also nicht irgendwelche Leute, die lebensmüde sind oder so. So, wir haben immer noch Zeitbeschleunigung hier, weil sonst dauert das einfach zu lange. Das ist natürlich ganz klar. So. Jetzt können wir wieder ein bisschen beschleunigen. Wir brauchen ein bisschen Geschwindigkeit natürlich. Das ist klar. So. Genau so. Mal vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts hier. Genau so. Und dann kriegen wir das hin. So Leute, Survey Pine ist im Landeanflug. Requesting, keine Ahnung, Landeerlaubnis. So. Yep, da kommen wir an. Da kommen wir an. Jetzt nur nicht verkacken. Und sanft. Ich habe gesagt, sanft aufsetzen. So. Alles klar. Gut. Damit haben wir es geschafft. Klopfen wir uns mal auf die Schulter. Gut. Was haben wir alles bekommen? Wir haben jetzt mittlerweile 73 Science und über eine halbe Million Funds. Was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall mehr als... Eigentlich ja mehr als genug, um hier das Unpaid nochmal neu zu machen. Genau. 25 takes 25% Reputation Gains. Und dafür bekommen wir dann einen Science-Punkt für weniger als 2,5 Punkte an Reputation. Das ist doch was. Das nehmen wir. Yo. Gut, haben wir sonst noch was hier? Ferry to Tourists, das ist auch schon wieder Temperature. Temperature. Above, alles klar, nee. Flight above. Have Lootbird pass out from G-Forces. Nee. Dann würde ich mal sagen, zack, wir brauchen nämlich unbedingt Science, deswegen machen wir das Ganze. Denn ohne Science geht nix. Was haben wir hier? Test Mark 16 XL Parachute. In Flight over Kerbin. Da kriegen wir auf jeden Fall Science für. Also das wird 12.000 Meter, 160 Meter die Sekunde bis 15.000 Meter. Sollten wir also hinbekommen, das nehmen wir mal an. Und dann sagen wir mal hier, Vehicle Assembly Building. Bauen wir uns einmal einen kleinen Sheet zusammen. Einmal den. Wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Zack. Dann einmal hier ein Decoupling. Klar. Und dann wollen wir mal schauen. Wir könnten eigentlich mal die hier nehmen. So. Obwohl, wir können eigentlich noch einen ranbasteln. Denn den Scheiß können wir einfach mal schön recovern lassen. Wir nehmen hier nochmal ein paar Fins ran. Das Ganze soll uns nämlich nur auf die nötige Höhe heben. So, und dann nehmen wir nämlich hier noch die hier. Und natürlich die hier. So, und wenn wir die nämlich abschießen, wump,
Den starten wir, docken den ab. Und öffnen auch sofort die hier. Und dann das. Dann werden wir den nämlich hoffentlich recovern können mit unserer Mod. Das ist doch schön. So, das bedeutet, das launchen wir einmal. So, lädt er jetzt mal? Na also. Gut, SRS an. Und Throttle machen wir mal hier auf 100% erstmal. Und gehen dann sofort runter, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen Fuel sparen. Allerdings, wir sollten schon so ein bisschen mehr machen können hier. Das Ding ist nämlich, da muss man eine Balance finden zwischen, wie lange wollen wir jetzt hier in dieser Beschleunigung hängen. Denn je mehr wir beschleunigen, je langsamer wir beschleunigen, desto länger werden wir quasi von der Gravitation gebremst. Aber dann im Gegenzug, je schneller wir beschleunigen, desto mehr zieht uns die die Aerodynamik nach unten. Und da haben wir so ein bisschen, so, also wir sollten hier jetzt schon mal ein bisschen runter gehen mit unserem Throttle, damit wir unsere Zielgeschwindigkeit erreichen. Genau. So. Denn gleich haben wir auch unsere Zielhöhe erreicht. Und dann können wir nämlich sagen, goodbye, du kleiner Scheißer hier. So. Und jetzt haben wir den ganzen Scheiß. Der wird jetzt abgefangen, wir werden auch abgebremst hier. Und dann läuft das alles. Der sollte jetzt auch wirklich sauber hier gebremst werden. Also, sollte. Meinen wir damit? Der sollte jetzt hier auch anständig nochmal... Da geht er auf. Wunderbar. Das ist auch nicht einmal... Okay, das ist nicht einmal irgendwie weiter als 2,5 Kilometer weg. Also, ja, schön, schön. Können wir hier auch nochmal alles schön recovern. Da haben wir jetzt auch nochmal Science, Repetition und Funds bekommen. Das ist sowas von herrlich, Leute. Und dann können wir natürlich hier den ganzen Sheet nochmal recovern. Ach, herrlich. Richtig herrlich. Aber von dem ganzen Geld müssen wir uns dann natürlich auch irgendwann mal Upgrades oder so besorgen. Seht euch das an, da ist es. Und das Teil fällt sogar langsamer als wir. Ist klar, alles klar, da sind wir. Und da fällt das Ding. Das warten wir nochmal kurz ab, dass das hier auch einmal fällt. Es sollte, weil es ja auch langsamer fällt als wir, nicht kaputt gehen. Also ist das... Das war scheiße. Jetzt habe ich hier zu stark die Zeit beschleunigt und deswegen war hier die Physik, auseinandergeglitscht. So, was haben wir denn hier? World First Milestone. We have escaped the gravitational influence of carbon. We have initiated the first flyby of by the sun. Okay. Wie haben wir das denn geschafft? Frage ich mich jetzt. Wie haben wir das denn geschafft? Oh, es ist wahrscheinlich irgendein kleiner Bug gewesen oder so. Wahrscheinlich haben wir irgendwie einen... Irgendwas haben wir sicherlich geschafft. Irgendwas war sicherlich los, dass das so eine Ansage macht. Ist natürlich nicht wichtig. Conduct Observational above. Also die machen wir nicht. Suborbit und... Oh, Mark II Radio Mount. Parachute. Auch wieder so ein kleiner, aber hey. Der gibt auch nochmal massig Kohle. Natürlich machen wir das.
at the launch site. Sollen wir den auch nochmal hier Heat Shield? Na klar. Leute, da haben wir sie wieder. So, diese kleinen, versteht ihr, diese ganz kleinen, schittigen Aufträge. So, wir nehmen die Origin Vessel. Ist ja ganz klar. Klatschen dazwischen noch einmal einen kleinen Heat Shield, den wir einmal testen dann. Ablader natürlich gar keinen. Den hier daran. Solid Fuel, da machen wir mal ein bisschen mehr. Wir wollen ja auch auf... Was für eine Höhe? Bis 6000 Meter sollen wir kommen. Alles klar, das geht so. 270 Meter die Sekunde, das ist in Ordnung so. Müssen wir natürlich nochmal ranklatschen hier den. Radial Mount Parachute. Und den brauchen wir eigentlich nicht. Die Aerodynamik können wir schon vernachlässigen. Hier sollten wir allerdings mal den Shroud wegmachen, denn dann können wir den eigentlich sehen. Und eigentlich sollte das so, genau. Dann können wir so sagen und zack, genau. So, das launchen wir. Und das soll dann auch für diese Folge einmal der letzte kleine Pissauftrag sein. Wir machen einmal so, Run Test, damit haben wir den schon gemacht. Rewards, was haben wir als Reward? 2000 und Science Punkt, das ist supi. So. Und dann haben wir den. Hoch, 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 hoch. Sieht doch gut aus, Leute. Hat auch perfekt funktioniert alles. 10.000 Funds, ein Science Punkt. Herrlich, wir haben schon 81 Science-Punkte. Es ist... Ja, das ist Grinding, Leute. Und das müssen wir gehörig durchziehen, damit wir hier auch ein erfolgreiches Raumfahrtprogramm auf die Beine stellen können. Weil anders kriegen wir nicht die nötige Science und die nötigen Funds, um das zu bewerkstelligen. So, jetzt müssen wir natürlich hier erstmal warten, bis das alles runterfällt. Ich will sie aber nicht abschneiden, weil das ist mir zu gefährlich. Nicht, dass wir dann zu schnell sind. Aber ist ja gleich soweit, Leute. Ist ja gleich soweit, ist nicht so schlimm. So, zack. Und da haben wir schon aufgesetzt. Recover. Schöne Sache. Schöne Sache. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir erneut Kerbal Space Program spielen. Darauf hinarbeiten, 90 Science-Punkte zu bekommen, dass wir hier mal irgendwie was, was ganz Tolles hier freischalten, wie zum Beispiel Fuel Systems oder was wäre sonst noch gut. Das hier wäre auch ganz gut noch. Also es gibt viele Sachen, die wir noch machen müssen, dass wir hier anständig was machen können. Ich denke aber Fuel Systems, dann können wir auch anständige Orbits brennen und so ein Sheet wegen den größeren Tanks und so. Also das wird das nächste sein, was wir freischalten werden hier, Fuel Systems, und dann kümmern wir uns um die hier. Und ja, bis es soweit ist, sage ich dann erstmal Tschüss und bis dann.